Das Daytrading an der Börse wird immer populärer und dazu gehört bekanntlich auch das sogenannte Volumentrading. Das heißt, in einer kurzen Zeitspanne den Indikator zum Traden nutzen, heißt, wenn die Großen kaufen, auf den Zug mit draufspringen und dementsprechend hoffentlich ordentlich Gewinne einfahren. Aber ist es wirklich so einfach und welche Kenntnisse vom Markt muss ich denn tatsächlich haben, um beim Volumentrading dann auch wirklich letztendlich erfolgreich zu sein, also Geld zu verdienen? Und damit herzlich willkommen bei Wirtschaft TV hier aus der Frankfurter Wertpapierbörse. Unser Experte zu diesem Thema Volumentrading heute, der Trading-Experte Serdar Karaca. Herr Karaca, ist es wirklich so einfach, das Volumen zu traden oder was muss ich wissen, welche Grundvoraussetzungen muss ich mitbringen? Ja, tatsächlich ist es nicht so einfach, sagen wir es mal so. Das ist jetzt etwas populär, dieses Volumentrading. Das wird jetzt gerade in den Medien, speziell auf Social Media, sehr populär gesprochen. Volumentrading, es gibt ein Fundament und das Fundament ist die technische Analyse. Alles basiert auf der technischen Analyse. Man muss das Fundament kennen, um den Indikator Volumentrading mit einzubauen. Man hat definitiv, wenn man das gut kombiniert, bessere Einstiegsmöglichkeiten und Ausstiegsmöglichkeiten, aber nicht bei jedem Markt und bei jedem Asset. Volumenreiche Assets, wie zum Beispiel der Futures-Markt, das ist ein Thema, wo das Ding funktionieren kann. Wenn ich nun Volumentrading mache, kann mich das denn letztlich dann auch vor dem großen aktuellen Thema der Inflation, der Rezession ein bisschen bewahren und schützen? Ja, ich sag mal grundsätzlich nicht, denn wenn wir Daytrading, Volumentrading reden, sind wir am Tag aktiv. Ne? Mhm. Das heißt, wir können im Futures-Markt jetzt speziell auf fallende oder steigende Kurse setzen und das nimmt die Inflation ja mehr oder weniger raus. Das heißt also, ein bisschen kann ich das über den Tag dann schon dementsprechend streuen. Jetzt sind es ja vor allen Dingen junge Leute, die da so ein bisschen angelockt werden. Sie haben es gerade eben angesprochen, das Thema der sozialen Medien. Und da wird das Thema ja auch bei Zeiten natürlich so ein bisschen gehypt. Aber es bietet natürlich, da wo große Chancen sind, natürlich auf der anderen Seite auch große Risiken. Welche Risiken sind das und wie kann ich die denn zumindest ein bisschen umgehen? Ja, das ist das Sprichwort, das Thema Social Media. Wir haben momentan so eine Kultur der, ich sag's mal so, wie es ist, der Rattenfänger. Ne? Morgen sofort reich, ich werde von heute auf morgen reich. Und das gibt uns halt das Social Media ja da. Mhm. Und die jungen Leute, die Generation von heute, sagen wir es mal so, sind auf diesem Zug. Ne? Mhm. Aber die Risiken, die daraus kommen, ne? Ein Totalverlust, alles verlieren, das wird nicht im Mund genommen, ne? Das beachtet auch keiner. Und meist sind es die Rattenfänger, die wo das machen, die verdienen aus diesen Produkten, ne? Aus diesen, ja, kommen zu mir ins Coaching etc. Und die leben meistens auch nicht in unserem Wirtschaftsstandort Deutschland. Das sind dann halt, nennen wir es mal, sogenannte Steueroasen wie Zypern, Dubai in der Art. Und ja, und das ist einfach ein Trugschluss. Wer von heute auf morgen reich werden will, der soll lieber Lotto spielen und das komplette Daytrading auch lassen. Ne? Aber für wen ist denn dann letztlich Daytrading eine gute Idee? Für welchen Typ von Mensch würden Sie das avisieren und sagen, ja, der könnte das schaffen, der nimmt sich da Zeit für, was muss ich da letztlich mitbringen? Ja, letztlich mitbringen ist es das erste, als allererstes der Wille. Ja, der Wille, ich möchte was anfangen, ich möchte was lernen, ich möchte was erreichen. Mhm. Das ist interessant für mich, das Thema. Zumindest auch für die Leute, die von der technischen Analyse kommen, wenn sie das mit Volumentrading kombinieren würden. Sprichwort im Futures-Markt definitiv, da wo die volumenreiche Märkte sind. Der wichtigste Punkt hier ist, es ist wie beim Long-Term-Investment, wo wir einfach einen Marathon laufen. Und das ist im Daytrading auch so. Von heute auf morgen funktioniert nichts, von heute auf morgen kann man nicht reich werden. Man muss einen Marathon laufen. Das heißt also viel, viel Zeit dementsprechend auch mitbringen. Ja, wie schaut es denn da aus durch die Aktivitäten dieses sogenannten Daytradings, Volumentradings? Kann man da am Markt so ein bisschen absehen, dass sich das da so abspielt? Das heißt also, dementsprechend wirkt sich das auf den Markt auch aus? Grundsätzlich, wenn wir jetzt speziell wieder den Futures-Bereich nehmen, ist es wirklich ein ganz kleiner Volumenanteil, der das, ja, den Markt da mitschiebt oder hinschiebt. Also eher weniger. Es kommt drauf an. Ne? Wenn wir zum Beispiel Zahlenbekanntgaben haben, Zinsentscheid etc., da kann es zur häufigen Trading-Aktionen, ne, führen und dadurch kann es ja auf dem Markt das widerspiegeln, sagen wir so. Aber grundsätzlich bin ich in den normalen Zeiten für eher weniger.
So, dann lassen Sie uns doch zum Schluss mal auf einen Ratschlag von Ihnen eingehen. Was würden Sie denn jetzt jungen Leuten eher empfehlen, anstatt so der Meinung zu sein, du musst jetzt Daytrading oder Volumentrading zu machen, aber du willst dir einen vernünftigen, seriösen Vermögensaufbau über die Börse sichern. Was empfehlen Sie? Grundsätzlich, ich bin der Meinung, dass man muss ja irgendwo einen Vermögensaufbau mit was? Ne? Das ist ja die Frage, mit was? Mit Geld? Das geht ja nur mit Geld. So. Und die meisten Leute sind angestellt, die zahlen Mieten. Jetzt die Situation momentan, die Mieten sind zu hoch. Es wirft halt auch wenig ab. Ne? Ich würde sagen, man setzt erstmal das, was man hat, in die Bildung rein, um sich dort weiterzubilden, dann vielleicht als Money-Making Daytrading machen und langfristig Vermögenaufbau, Stockpicking ab 15 Jahre Haltedauer, also Anlagehorizont, langfristig nebenbei ein Vermögen aufbauen. Das würde ich empfehlen. Als Trading-Experte zum Abschluss nachgefragt, das Thema ETF ist ja die letzten Jahre immer weiter nach oben gelaufen, sogenannte Sparpläne, die man natürlich auf der einen Seite auf Märkte, auf der anderen Seite natürlich auch beim Thema Gold machen kann. Ist das eine Empfehlung für Sie oder würden Sie das Menschen empfehlen, die sagen, ich will aber nicht jeden Tag auf den Chart schauen oder auf den DAX schauen oder mich von der Börse da nervös machen lassen? Genau, also das ist speziell für diese Gruppe von Menschen. Aber wir wollen ja, bevor wir sowas anfangen, muss ich ja erstmal wissen, was ist mein Ziel eigentlich? Was erwarte ich? So, und wenn wir dann in eine Income-Strategie zum Beispiel investieren, da wo wir ein paar Prozent Rendite im Jahr haben, aber mit was für ein Kapital? Ne? Wo will ich mit 50, mit 60 stehen? Das ist die Frage. Und deswegen ETFs, ja, wenn man eher defensiv ist und ja, sich damit gar nicht beschäftigen möchte. Ne? Und es einfach laufen lassen will. Zum Abschluss eine persönliche Frage, Herr Garaccia. Wie sind denn Sie zum Traden gekommen? Ja, was hat Sie davon überzeugt? Was haben Sie für ein Background? Fühlen Sie sich damit wohl? Sonst würden Sie es wahrscheinlich sicherlich nicht tun. Aber wie kamen Sie dazu, an der Börse dementsprechend als Trading-Experte dann halt eben auch zu handeln? Ich bin ganz ehrlich, also ich komme aus dem Schwabenländle, so wie es aus meiner Stimme wahrscheinlich schon raushört. Es war in meiner Ausbildungszeit, ich habe einen Ausbildungsgehalt von 220 Euro umgerechnet bekommen damals. Das ist jetzt vor 17 Jahren gewesen und habe nebenbei geputzt. Und bei dem Herrn, wo ich zu Hause geputzt habe, das war ein aktiver Trader und durch ihn bin ich sozusagen in das ganze Game mit reingekommen, mit sehr vielen Höhen und Tiefen, aber speziell Futures-Bereich, in diesen Bereich bin ich reingekommen durch das ganze Thema. Und der Futures-Bereich ist ja nun einer der schwierigen Bereiche. Manche nennen ihn ja auch die sogenannte Königsdisziplin an der Börse. Und damit herzlichen Dank heute an Serdar Garaccia, dem Investment-Experten zum Thema Volumentrading oder Daytrading. Ja, meine Damen und Herren, sollte man bei Zeiten vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, denn Serdar Garaccia hat es ja schon gesagt, es können nämlich auch hier Totalverluste drohen. Und das sagt man ihnen häufig draußen nicht. Das war Mick Knauf für Wirtschaft TV aus der Frankfurter Börse.